Hallo. Oh, warte. Okay, alles klar. Hi. Scheiße. Hallo. So, wir, Philipp und ich sind übrigens, hallo. Hi. Wir haben uns heute versammelt, um einem Spiel Tribut zu zollen, dass wir beide... An das wir beide Erinnerungen haben. Ja. Sagen wir mal so. Und meine Erinnerungen sind doch recht positiv, wie wir festgestellt haben. Meine im Gegensatz sind ziemlich negativ, muss ich sagen. Also, wie ihr seht, geht es um das Spiel Robin Hood Prince of Thieves aus dem Jahr 1991. Ich glaube auch, zu dem Zeitpunkt muss ich ungefähr 5, höchstens 6 Jahre alt gewesen sein. Ich glaube, ja, 5. 5. Ich war 5, ja. Ich glaube, zu der Zeit habe ich auch das Spiel direkt gespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe es direkt gespielt, als es rauskam. Und ich weiß noch, ich konnte es gerade so ein bisschen lesen mit 5 und wusste deswegen halt, wie bei anderen Spielen, wo man ja einfach, wie bei Mario, wo man einfach rennt und hüpft und irgendwie dann schon ankommt, musste man hier ja sehr viel aufpassen, und ich wusste halt einfach nicht, was man machen musste bei dem Spiel. Und das hat mich sehr frustriert, und man spielt ja trotzdem immer einfach. Auch wenn man ein Spiel scheiße findet, als Kind hat man ja immer trotzdem weitergespielt. Genau. Und ich kam halt einfach nicht über das zweite Level, sagen wir mal so, heraus. Jan ist jetzt schon direkt drin und hat sich das Schwert geschnappt. Das war zum Beispiel damals schon eine Sache, die ich einfach, wo ich niemals drauf gekommen wäre als kleines Kind. Oh, da hast du ihn zerbürstet. Genau. Also ich habe das Spiel mir ausgeliehen in der Grundschule. Ich glaube, von meiner Grundschulklassenkameradin. Übrigens, das ist David Hasselhoff. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist auf jeden Fall David Hasselhoff. The Hoff, er verfolgt uns. Ich habe von meiner Klassenkameradin Manuela damals ausgeliehen, meine ich. Und da war ich wahrscheinlich 7 oder 8. Und ich war, ging mir genauso. Also man musste erst reinkommen, aber es hat dann irgendwie doch Bock gemacht. Soll das Kevin Costner sein? Nee, ich glaube der andere. Ich glaube Hasselhoff war, war Costner. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt im Gefängnis. Also ich erinnere mich an diese Szene. Man macht in diesem Gefängnis auf und jetzt werde ich mich aus diesem Kerker befreien müssen. Ja, das ist ja sozusagen der Prolog auch im Film, wo es ja bei den Kreuzzügen halt irgendwo in Arabien gefangen genommen wurde. Ja. Und da findet man dann ja auch den Morgan Freeman irgendwann, glaube ich, der Morgan Freeman gespielt hat. Ja, ich habe gerade keine Ahnung, was man hier machen muss. Jetzt, ja, okay, ich weiß es zufällig noch. Jetzt ist nämlich die Sache, ich hab dieses Spiel irgendwann mal in meiner Spieleschublade wiedergefunden, als ich umgezogen bin. Und hab gedacht, okay, das kann ja nicht so scheiße gewesen sein, das Spiel. Jetzt mit meinen vielen Jahren Erfahrung im Spielebusiness versuche ich es nochmal. Kann man hier irgendwo, ich weiß es nicht mehr. Und ich hab's deswegen so vor 2 Jahren nochmal gespielt und ich weiß noch ungefähr, was man machen muss. Aber ich lasse dich erstmal ein bisschen ausprobieren. Was denkst du denn? Also ja, da ist eine Tür. Die kannst du auf jeden Fall nicht einhauen, genau, wie man sieht. Ich bin nicht mehr sicher, ob es hier so einen Geheimgang gab oder ob man sich irgendwo hochklettern konnte. Oder ob man hier unten einfach raus konnte. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Oder gab es da ein Fenster irgendwo hinter? Ich habe das Gefühl, man muss hier irgendwo was machen. Nee, also ich glaube, da bist du ganz kalt. Also ich meine... dieses Spiel besteht ja nicht nur aus Rumlaufen und Hauen. Ja, aber ich weiß nicht, wo ich hier was sammeln kann. Gab's hier einen Schlüssel? Hast du schon alle Knöpfe ausprobiert? Ja, ich hab... auch Start und Select? Ja. Ach, bei Select habe ich gerade gedrückt, aber anscheinend... Aha, alles klar. Da kommt richtiges, das erste Rätsel ist erfolgreich gelöst. Da kommt richtiges Point-and-Click-Adventure-Feeling auf. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ist ja witzig. Da liegt da der Schlüssel. So, jetzt kannst du die Tür aufmachen. Danke. Robin Hood. Robin Hood schließt die Tür mit dem Türschlüssel auf. Ja, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier vielleicht noch weitere Gefangene befreien kann. Erstmal mache ich jetzt Folgendes. Ich suche. Ja. Als hätte ich es geahnt. Sehr gut, Jan. Sehr gut. Finde ich einen zweiten Türschlüssel direkt vor dem armen Gefangenen. Ja, jetzt brauchst du ihn ja nicht mehr. Ja. Ja, ich glaube, das ist der Morgan Freeman-Typ, oder nicht? Ja. Der aussieht wie, wie heißt der Typ, der das Ghostbusters-Lied gespielt hat? There's something strange, ich weiß aber nicht. Also ich könnte jetzt auch einfach Nein sagen. Dann werden wir gemeinsam sterben. Ja, okay. Mach's gut, Dude, ne? Ja. Ich glaube, es ist gar nicht so unklug, ihn mitzunehmen. Der ist, glaube ich, dabei in dieser Schlacht, oder? Ja. Oh, ist das ein Feind? Ja, das ist ein Feind, der aus irgendeinem Grund
deine Tür weit oder so. Ich weiß jetzt habe ich mir auch versaut, ne? Mit dem Morgan Freeman. Kannst du den nicht mehr? Nein. Ja, egal. Ich brauche ihn nicht. Ich brauche ihn einfach nicht. Nee, nee. So, jetzt kommt, glaube ich, ein Kampf. Also ein Fechtkampf, ja. Pass auf, und die sind super schwierig, die Kämpfe. Du verlierst da sehr viel Leben schon, wenn du, wenn du betroffen bist. Ja, ich glaube, ich hab die 50 HP verloren. Sieg, dein Gegner, ja, das habe ich mir fast gedacht. Danke, Spiel. Danke, 3 HP nur. Da liegt was, ne? Das kannst du ja. Okay. So, jetzt gucken wir mal hier weiter. Das sieht aus wie ein Sarg. Wo du rüberlaufen kannst einfach. Ja. Eine Streckbank ist das. Ja, das da oben sind, glaube ich... Die Hitboxen sind echt gut. Ja, das da oben sind, glaube ich, Steine, an denen du angekettet wirst. Ah ja. Kennst du von zu Hause? Ja, seitdem man 50 Shades of Grey gelesen hat, hat das doch jeder gute Haushalt zu Hause. Ich erkenne auch jetzt erst, dass das so ein Treppenverlauf ist. Ja, ja. Ja, habe ich jetzt erst gesehen. Ja, das erklärt einiges. Und auf dem Boden wahrscheinlich Stroh. Höchstwahrscheinlich, ja. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, kann man hier raus? Nee, Ich mache jetzt erstmal Folgendes. Ich suche. Ja. Robin Hood ist in einem Gefängnis der Araber. Aber er sieht nichts Interessantes. Verdammt. Vielleicht solltest du mal schauen. Robin Hood ist okay, ist das Gleiche. Ja, sprechen. Weißt du was? Ich du kannst nochmal zu Morgan Freeman und sprich dir nochmal an. Vielleicht hilft er mir hier einen Ausgang zu finden. Ja, vielleicht kannst du ihn dann auch doch nochmal befreien. Ja. Wenn du durch die Tür kommst. Das ist nicht so einfach, ne? Mir tut doch schon der linke Daumen weh. Oh, ging's auch so. Oh. Der ist auch nein geblieben. Ist blöd gelaufen. Freue mich. Ja. Warum sollte ich dir vertrauen? Blablabla. Ja, natürlich vertraue ich dir. Ich danke dir, mein Freund. Ich bin Azim. Azim, du bist mein bester Kumpel. In der Südwestecke liegt ein Geheimgang. Mhm. So. Habe ich einen Schlüssel für die Tür versteckt? Unglaublich. Oh, er ist jetzt in deiner Bande. Sehr gut. Man kann immer einen Schwarzen gebrauchen, der dem Feind zum Opfer fällt. Habe ich jetzt nicht gesagt. Aber ihr wisst es alle. Leider ist das ja die Realität in den Medien. Gerade in den 90er Jahren war das Medienrealität. Aber vor allen Dingen immer noch in jedem Zombie-Film. Ja. Walking Dead, 5. Staffel, ich will nicht spoilern, aber mal wieder sind sie drauf und dran, jeden schwarzen Schauspieler aus der Serie zu schreiben. Das ist nicht cool. Und du hast es mittlerweile übrigens in den Untergrundtunnel geschafft. Ja. Ab hier fängt für mich das Verderben an. Also ich bin, wenn dann noch vielleicht ein Level weitergekommen, aber ich glaube, das war so mit immer das letzte, also das weiteste, was ich geschafft habe. Goddammit, war das schlecht. Also ich weiß, dass ich, gleich kommt so eine Bogenschlacht, in so einer, wo man in so einer ISO, also ganz weit rauszoomt und so Strichmännchen steuert. Hm. Und das lief. Also ich weiß noch, dass ich das hin und wieder geschafft habe und dann kam diese Szene mit dem Pferd und also so. Da kann ich mich nicht mal. Ach, hier gab es ja verschiedene Gänge. Hm. Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Die Mucke ist geil. Oh. Und ich glaube auch, dass das irgendwie auch mit Zeit zu tun hat. Aber da bin ich mir nicht sicher. Dass wenn man nicht rechtzeitig rauskommt oder sowas, dass irgendwas passiert. Aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich bin jetzt nach oben nach links gegangen. Für alle zu Hause, bitte zeichnet die Map auf ein Blatt Papier. Nehmt euch mit. Ne? Also geil, jedes Map-Teil sieht gleich aus. Ah, ist das da oben? Ist das ein Item? Nein, das ist ein komischer Fehler. Aber wisst ihr was? Ist vielleicht mal Zeit, mal wieder zu suchen. Oder zu schauen. Robin Hood ist in der dunklen Katakombe. Er sieht nichts Interessantes. Danke. Vielleicht solltest du auch mal schauen. Ich kann auch mal schauen. Das scheint mir eine Sackgasse zu sein. Ja, nochmal das Gleiche. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Suchen und Schauen irgendwie einen Unterschied hat. Nee, das geht nicht, Alter. Da muss ich jetzt gucken, wo die Schlacht ist. Also ich hab diesen Weg nicht mehr im Kopf. Aber gleich kommt auf jeden Fall die wunderbare Schlacht. Nee. Nach 15 Jahren kannst du dich nicht daran erinnern. Ich bin von meinem eigenen Superbrain enttäuscht. ihr kennt sonst mehr von mir, es tut mir leid, ne? Ist wieder eine Sackgasse, nicht so cool. Ja, geh mal rechts. Okay, nee, rechts mich daherkommen, ich geh jetzt nochmal nach unten. Nee, du musst schon irgendwie nach oben kommen, glaube ich. Soweit ich mich erinnere. Ja, okay, dann vertraue ich dir mal. Ich glaube, ich bin jetzt wieder am Anfangsteil, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube auch. Gehen wir mal nach rechts direkt und gucken mal, was passiert. Aber komischerweise habe ich auch irgendwie in Erinnerung, dass hier viel mehr Gegner waren. Ja, die kommen ja in dieser Schlacht, ne? Aber die Araber sind schon, muss man aufpassen, ne? Wie die mir auch schon so viel HP abgezogen haben. Habe ich übrigens Items? Ja.
Es gibt ein so ein RPG-mäßiges Menü auch, wo du deine Waffen und sowas. Da ist ein Gegner. Mit Start vielleicht oder so. Oder mit B. Irgendwo kannst du das auf jeden Fall öffnen. Geh nochmal in das Menü. Sonst. Spieler. Ja, genau. Ach ja, ach ja. Und du hast da eine Fackel zum Beispiel, glaube ich. Mit der kann man. Die kannst du in die Hand nehmen, genau. Was kann ich denn mit meinem Mund machen? Hm. Den Trank kannst du da dran machen. Ah, ja. Und dann dich heilen. Ja, aber das wollen wir jetzt natürlich nicht, denn jetzt werde ich erstmal dem Araber, der jetzt kommt, als tapferer Engländer entgegentreten. Kannst du jetzt noch einen anderen Knopf drücken? Weil ich glaube, vielleicht kannst du mit jedem Knopf eine andere Hand benutzen. Ne? Nee, ich glaube nicht. Okay. Also die Fackel, ich habe das Gefühl, die hat eine Relevanz. Ich weiß aber nicht mehr, welche. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Wird es vielleicht dunkel doch? Wir schauen erstmal weiter. Ich gehe jetzt... Ah, wieder ein Heiltrank? Ich erinnere mich sogar an diesen Gang. Also ich... ich weiß es nicht. Kennt ihr das, wenn man im Körper seines... Ach, ich weine. Egal. Wenn man eine außerkörperliche Erfahrung in die Vergangenheit hat. Oh, jetzt geht's los. Oh, okay. Unsere Fußzüge gehen deutlich von hier. Oh nein, wir sind umzingelt. Ich hab's kommen sehen. Kämpft um euer Leben, sagt David Hasselhoff. Kämpft um euer Leben. Ah ja, da ist es. Oh, jau. Das ist meine Figur hier in der Mitte. Ja, doch, stimmt. Und das ist das auch so mit das Letzte, woran ich mich erinnern kann. Du bist gleich schon tot. Oh, du kannst sie wechseln. Ah, ja. Oh, einer ist gleich tot. Der braucht sie schon. Aber ich glaube, Peter, der... Okay, ohne spoilern zu wollen, aber Peter stirbt ja sowieso auf dem Film. Nein, ich wollte noch gucken. Und Robin war die ganze Zeit über den Geist. Guck mal, da liegt er schon. Ha, ich habe links sind doch wir und rechts ist doch der Gegner, oder? Bitte? Sind rechts? Nee, unten die Balken, das sind beides deine Leute. Ah, okay, alles klar. Und einer ist schon tot jetzt halt. Du schaffst es, die Wachen zu schlagen. Aber nicht ohne Verluste. Robin, ich bin schwer verwundet. Wer sagt das? Ist das Peter. Peter? Okay. Halt dich an meiner Schulter fest, Peter. Wir müssen uns beeilen. Okay, ich lass das mal. ich wollte es nicht laut sagen. Also, ja. Peters Wunde ist tödlich. Er kann nicht Schritt halten. Wir müssen schnell sein. Es kommen noch mehr Wachen. Ja. Ich werde die Wachen aufhalten, solange ich kann. Flieh! Bring meiner Schwester diesen Ring, du wirst sie schützen. Schwöre mir, Robin. Ich schwöre. Auf, gehen wir. Auf! Was ist das denn? Was? Du bist gestorben. Was ist das denn? Und jetzt nee. Musst du das Ganze wieder von vorne machen. Oh, nee. Ich wollte das Item noch aufsammeln. Hattest du ja, aber du bist dann in den Typen reingelaufen und hattest nur noch wenig HP. God damn it. Ich muss danach sofort mir einen Trank gleich reinpfeifen, daran muss ich denken. So, wir erinnern uns, ich bin nach rechts, aber jetzt habe ich auch die Items nicht mehr, denke ich, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich schaue nochmal kurz in mein Spielermenü. Nein, habe ich nicht mehr. Also ich werde mir jetzt, denke ich nochmal, ich gehe nach oben, hole mir da den Trank und dann gehe ich nochmal nach rechts und hole mir da den Trank. Den Trank? Jo. Ich meine, hier bin ich links gegangen, da war da ein Trank, oder? Ich weiß es nicht mehr, ja. In der Wand. Der gut berüchtigte alte Wandtrank. Ja, ich hab... Oh nein, wann kommt der Feind? Ha. Bravourös. Das Schwert wirkt auch viel länger, als ich es aufgesetzt habe. Also es ist... Ich weiß auch nicht, wie Robin das macht. Also als es da lag zu Beginn... Das ist wahrscheinlich ein Blutschwert. Oh Mann, die Gagmaschine ist wieder angeschaltet, du. It's a grower, not a shower, ne? Ja. So, gehen wir nochmal nach oben. Tut mir leid, Leute. Es ist auch spät für uns, auch für uns die sechste Stunde. Ne? So, jetzt sind wir, glaube ich, wieder auf dem Weg in unser Fluchtparadies. Werden wir das noch in diese Folge reinbekommen? Ich würde sagen, den Endkampf... Ach du Scheiße, ich hab's gerade... Also, er muss mich nur berühren und ich war da in einem unglücklichen Winkel. Ich nehme mal kurz einen Trank zu mir. Ja, und während du das tust... Ja. Wir machen weiter in der nächsten Folge, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Danke fürs Zugucken bei Robin Hood, irgendwas mit Thieves. Prince of Thieves. Prince of Thieves. Komischerweise der König der Diebe. Im Deutschen, ja gut, aber weil Prinz ist im Deutschen vielleicht noch ein bisschen
kleiner, weißt du, so vom Feeling her. Ja, aber er ist ja auch der Sohn noch seines Vaters, der tot ist und man dann eigentlich König werden würde. Tja. Bis zum nächsten Mal. Mit diesem Gedanken würde ich sagen, verabschieden wir uns. Like, Comment und Subscribe. Bis dann, Baba. Pussy.